Die russischen Truppen erhöhen den Druck entlang der gesamten Front, was mit schrecklichen Verlusten auf beiden Seiten verbunden ist. Gleichzeitig ist der Fluss westlicher Militärhilfe nach Kiew zum Erliegen gekommen. In den USA und Europa wächst die Befürchtung, dass die Ukraine in den kommenden Monaten erneut erhebliche Gebietsverluste oder sogar eine Niederlage erleiden könnte. Den düstersten Szenarien zufolge könnte das schon im Frühsommer der Fall sein. Wie vorhergesagt, wird die Ukraine dann aufgrund des Zusammenbruchs der westlichen Militärhilfe der russischen Armee kaum noch ausreichend Widerstand leisten können. Die russischen Streitkräfte rücken immer weiter nach Westen vor und ihre Besatzungstruppen unterdrücken brutal jede Form einer aufkeimenden ukrainischen Guerilla, die ohne die Unterstützung aus unbesetzten Gebieten kaum noch handlungsfähig bleibt. Die nach der ukrainischen Niederlage frei gewordenen russischen Armeen erhalten massive Verstärkungen durch Hunderttausende ukrainischer Veteranen, die sich durch den Westen verraten fühlen und von Moskau nun auch mehr Sold erhalten. Und natürlich bringen diese auch noch die gut erhaltenen und vom Westen gelieferten Waffen in die neue großrussische Armee ein. Russische Militärstützpunkte wachsen wie die Pilze an den Grenzen zu Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien, wo insgesamt 3 Armeeformationen stationiert sind. Russland kontrolliert auch die weißrussischen Streitkräfte vollständig und stationiert 8 Divisionen auf dem Territorium des nun vollständig abhängigen Staates, die zusammen mit der 1. Panzergarde die baltischen Staaten und Finnland permanent bedrohen sollen. Moldawien ist von Osten und Süden her umzingelt und die Reichweite der russischen Flugabwehrsysteme erstreckt sich über Bukarest, Selina und Warschau, womit Moskau den Flugverkehr über dem gesamten Osten der Europäischen Union unterdrücken kann. Die USA müssen darauf reagieren und verlegen Tausende von Truppen und einen großen Teil ihrer Tankwaffenflugzeugflotte an die Ostflanke der NATO. Die in der Ukraine gestählten, kampferprobten und durch den Sieg moralisch geboosteten russischen Bodentruppen werden jedoch durch ein dichtes Luftverteidigungsnetz aus S-300, S-400 und S-500 Langstreckenluftabwehr- und Raketenabwehrsystemen geschützt, die die gesamte Front abdecken. Nun zeigt sich die große Achillesferse der NATO-Verteidigungsstrategie, die vor allem auf ihrer Luftüberlegenheit basiert. Denn den Verbündeten fehlt es nicht nur an Artilleriegeschossen, sondern an fast allem, was ihnen eine erfolgreiche Abwehr der russischen Vorstöße durch kombinierte Operationen ermöglichen würde. Da die Fähigkeitsprofile der EU- und NATO-Armeen komplementär zueinander ausgelegt sind, kann außer Polen und der deutschen Bundeswehr keine von ihnen die nötigen Heereskräfte stellen, um die Ostflanke der NATO gegen Russland zu sichern. Doch Polen besaß einfach nicht die Wirtschaftskraft, um eine derart große Herausforderung in so kurzer Zeit zu stemmen, auch wenn es dies mit aller Kraft versucht hatte. Und Deutschland, das wirtschaftlich dazu in der Lage gewesen wäre, hat aufgrund der Infiltration seiner politischen Führung selbst seit 2014 keine doktrinäre Kehrtwende hinbekommen, um sich organisatorisch wieder von seiner Ausrichtung auf Auslandseinsätze zu lösen und für die Landes- und Bündnisverteidigung fit zu machen. Und so ist es nun leider nicht in der Lage, zu seiner historischen Aufgabe zurückzufinden, der Fähigkeit zu massiven Verteidigungsverzögerungs- und Gegenangriffoperationen in der nordosteuropäischen Tiefebene. Damit jedem klar wird, wovon hier die Rede ist, das deutsche Heer zählt etwas mehr als 60.000 Soldaten und 260 Panzer. Das polnische hat 114.000 Soldaten und rund 900 Panzer. Frankreich 115 Soldaten und rund 400 Panzer. Aber selbst wenn wir die Heere dieser 3 großen NATO-Länder kombinieren, kommen wir auf nur 278.000 Soldaten und 1.535 Panzer. Ohne Luftüberlegenheit ist die NATO in Europa somit nicht in der Lage, der kombinierten Schlagkraft der russisch-ukrainischen Streitkräfte mit über 1 Million Mann und Tausenden von Panzern standzuhalten. Und schon gar nicht dem politischen Durchhaltewillen der Kreml-Führung. Und diese eklatanten Defizite der Europäer überfordern selbst die riesige Kriegsmaschinerie Uncle Sams. Denn die nun notwendige monumentale Luftbrücke nach Europa untergräbt seine Verteidigungsstrategie gegenüber China. Und da die militärische Abschreckung gegenüber Peking nicht mehr funktioniert, sieht nun auch Xi Jinping, dass sein Moment gekommen ist, um sich in den Geschichtsbüchern als Wiedervereiniger Chinas zu verewigen. Mit einer imposanten Innovationsstreitmacht greift er nach Taiwan. 27. Dezember 2023. Xi Jinping sagt: Taiwan wird zweifellos mit China vereinigt werden. Die Vereinigung Taiwans mit dem chinesischen Festland wird mit Sicherheit realisiert werden. Wir werden entschlossen verhindern, dass Taiwan in irgendeiner Weise von China abgespalten wird, erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping am Dienstag während einer Rede in Peking zum 130. Jahrestag von Mao Zedongs Geburt. Die aufgrund des europäischen Konflikts verdünnten Kräfte der US-Luftwaffe können der Insel jedoch kaum wirksame Hilfe leisten. Denn auch deren Strategie hängt in entscheidendem Maße von denselben Verbundsystemen mit Tankkappen Fliegern ab, wie sie nun in Europa benötigt werden, um dort das Schlimmste zu verhindern. Es wird plötzlich klar, dass sich auch die USA weder ausreichend auf eine Konfrontation mit Russland noch auf eine mit China vorbereitet haben, geschweige denn auf eine gegen beide zusammen.
Weder ihre Wirtschaft noch ihre Streitkräfte und schon gar nicht ihre polarisierte Gesellschaft und Politik sind auf eine mit einem derart großen bewaffneten Konflikt einhergehende Epoche der enormen Risiken und des Wohlstandsverlustes vorbereitet. Angesichts der astronomisch hohen Kosten und normalen Erfolgsaussichten eines Zwei-Fronten-Krieges setzt sich unter den politischen und medialen Eliten der USA daher die Ansicht durch, dass es einfach besser wäre, sich lieber aus dem Weltgeschehen zurückzuziehen, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren und das Geld lieber für den Aufbau des eigenen Landes auszugeben als für die Verteidigung anderer. America First in seiner Reinform als innenpolitische Nabelschau. Unterdessen setzen sich auch in Europa nach und nach immer mehr jene politischen Kräfte durch, die der Ansicht sind, man müsse die Gesetze der Realpolitik nun mal anerkennen. Frieden, Stabilität und Prosperität in Europa wären langfristig nur möglich, wenn denn alle Staaten endlich den Kreml als superkontinentalen Hegemon anerkennen. Ruskimir, von Lissabon bis Vladivostok. Schließlich ist ja der Weg von Lissabon nach Moskau kürzer als der nach Washington, nicht wahr? Na, was ist? Habe ich euch jetzt ein bisschen geschockt? Habt ihr etwas anderes erwartet von einem Video mit diesem Titel? Oder seid ihr ob des vermeintlichen Clickbaits gar nicht erst bis hierher gekommen? Nun, keine Angst. Zum Glück handelt es sich bei dem eben beschriebenen noch nicht um eine unabwendbare Realität, sondern um eine Analyse des US-amerikanischen Institute for the Study of War. Ein Szenario, das zeigt, wozu ein vollständiger Sieg der russischen Armee in der Ukraine führen würde. Dabei handelt es sich sicherlich um das schwärzeste Szenario, eines, das beim derzeitigen Kräfteverhältnis nicht besonders wahrscheinlich ist, aber auch nicht unmöglich. Es wird nämlich genau dann möglich, wenn die westlichen Führer mehr Fehler begehen als der politische Marathonläufer Wladimir Putin. Wenn sie ihre Chancen und das Potenzial der Ukraine weiterhin so leichtsinnig verplempern wie bisher. Und deswegen, meine lieben Zuschauer, dürft ihr euch heute auf eine wahre Achterbahnfahrt durch die monströse Realität der Diplomatie, der Planspiele und der Strategien in den Hinterzimmern der Macht gefasst machen. Es geht um nichts weiter als das harte Ringen um jene Strategie, durch die die Zukunft der Ukraine und Europas entschieden werden wird. Ja, dieses Video wird etwas länger, aber ich verspreche euch, ich werde euch ein wahres Feuerwerk an Fakten, Hintergründen und Zusammenhängen präsentieren, damit ihr am Ende genau versteht, mit welcher Strategie die Ukraine gewinnen kann und was die verschiedenen Akteure tatsächlich im Schilde führen. Also schnallt euch gut an, wir legen sofort los. Lasst mich euch aber vorher noch schnell die wichtige Botschaft jenes Sponsors überbringen, der das heutige Video erst möglich gemacht hat. Surfshark. Denn wusstest du, dass zum Beispiel Airlines oder Vergleichsportale im Web ganz unterschiedliche Preise anbieten können, je nachdem von welchem Land aus man sein Ticket bucht? Und das gilt nicht nur für Flugtickets, sondern für viele andere Dinge, die man im Internet bestellt. Aber zum Glück kann man solche Diskriminierungsversuche überlisten, um richtig Geld zu sparen. Und zwar mit Hilfe eines Virtual Private Network, kurz VPN. Und solltest du noch kein zuverlässiges VPN haben, bietet dir Surfshark jetzt die einmalige Gelegenheit, es zum Weihnachtsaktionspreis so günstig wie noch nie zu bekommen. Denn mit dem Rabattcode MARKREICHER bekommst du zum Abo von Surfshark im Rahmen dieses Specials ganze 6 Monate zusätzlich und gratis. Den Link zu diesem tollen Angebot findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Aber das Beste an Surfshark ist, dass es dich noch vor viel mehr schützen kann als vor Preisdiskriminierung. Es erschwert zum Beispiel, eure Aktionen im Netz nachzuverfolgen und verbessert euren Datenschutz und eure Anonymität im Netz. Zum Beispiel mit dem integrierten Clean Web, das alle unerwünschten Cookies und Pop-Ups blockt. Ein weiterer Vorteil des VPN ist, dass ihr so tun könnt, als wäret ihr an einem anderen Ort. So könnt ihr zum Beispiel auf Webseiten und Internetdienste zugreifen, die in dem Land, in dem ihr gerade seid, nicht verfügbar wären, ob daheim oder im Urlaub. Damit schlagt ihr Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken, mit Surfshark kein Problem. Vor allem könnt ihr mit nur einem Surfshark-Konto wirklich alle eure Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar euren Smart-TV. Also nichts wie los. Wenn du dir Surfshark über den Link oder dem Video besorgst, kannst du nicht nur sicherer und ohne diskriminiert zu werden im Internet surfen, sondern damit auch meine Arbeit finanziell unterstützen. Das kannst du natürlich auch direkt über den Spendenlink, der sich ebenfalls in der Videobeschreibung befindet. So, und wenn ihr das alles erledigt habt, passt gut auf, denn ich werde nun genau auseinandernehmen, in welcher Lage sich beide Kriegsparteien befinden und wie es mit ihnen weitergehen könnte. Trump des Willens. Hört euch mal den folgenden Appell einer der profiliertesten amerikanischen Sicherheitsexpertinnen für russisch-europäische Beziehungen an. Die Ukraine hat noch nicht verloren, aber je nach der innenpolitischen Situation in den USA und bei ihren europäischen Verbündeten könnte sie bald anfangen zu verlieren. Putin hat den absoluten Willen zu gewinnen, er tut alles dafür. Wir sind an einem Punkt, an dem es an uns liegt. Wenn wir das Feld räumen, dann wird er gewinnen.
Sein Kalkül ist, dass unsere Innenpolitik und unsere eigenen Interessen über allem stehen und dass wir keinen Sinn mehr für nationale Sicherheit oder unsere Rolle in internationalen Angelegenheiten haben. Dies ist der Moment, in dem er nicht nur die Pax Americana, sondern auch Amerika als wichtigen globalen Akteur loswerden kann. Für Putin ist die Ukraine ein Stellvertreterkrieg gegen die USA, um die USA von der Weltbühne zu entfernen. Okay, solche Appelle hören wir in letzter Zeit von überall. Und es ist kein Wunder. Die Ukraine ist, nachdem die Sommeroffensive den von vielen erhofften Befreiungsschlag nicht gebracht hat, in die Defensive übergegangen. Langsam und unter großen Verlusten rücken die Russen westlich von Bachmut und südwestlich von Donetsk vor, schließen den Kessel um Adjiwka und bereiten sich darauf vor, den Fluss Oskol im Norden bei Kupiansk zu überqueren. Fakt ist, Russland stellt heute noch keine konventionelle Bedrohung für die NATO dar, auch weil sein Militär in der Ukraine gebunden ist, derzeit fast 500.000 Soldaten, also quasi alle verfügbaren russischen Bodentruppen. Dies gilt jedoch nicht für die politische Front. Dort hat die russische Offensive schon vor langer Zeit begonnen und läuft derzeit auf Hochtouren und scheinbar mit vorübergehendem Erfolg. Europäische Hilfsgelder für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro werden von Viktor Orban sabotiert und ein 61 Milliarden Dollar schweres US-Militärhilfspaket wurde im Kongress durch Streitigkeiten über die Lösung der Migrantenkrise an der mexikanischen Grenze blockiert. Das Pentagon warnt, dass das Geld für Kiew am 30. Dezember auslaufe. Doch wie ihr zum Ende dieses Videos verstehen werdet, lassen sich beide Probleme im neuen Jahr recht einfach lösen. Sowohl in Europa als auch in den USA. Das Hauptproblem liegt nämlich ganz woanders. Und wenn man ganz genau hinhört, stößt vor allem ein Detail besonders unangenehm auf. Die Rhetorik Joe Bidens hat sich geändert. Während er früher immer wiederholte, dass die USA die Ukraine so lange wie nötig unterstützen würden, sagt er jetzt nur noch, so lange wir können. Und während den Ukrainern die Artilleriemunition ausgeht, stellt Russland vollständig auf eine Kriegswirtschaft um. Über die Türkei und die zentralasiatischen Länder umgeht Moskau die westlichen Sanktionen und kann sich auch auf die Lieferung von Waffen aus dem Iran und Nordkorea verlassen. Ich werde über diese beiden Waffenproduzenten aber bald eigene Videos drehen, also Abo und Glöckchen nicht vergessen, um sie nicht zu verpassen. Vor allem eines wird aber ganz klar. Während Putin und sein Umfeld nach wie vor unbedingten Siegeswillen demonstrieren, fällt der Westen in genau jene Zweifel und Zwietracht, auf die er zählt. Auf beiden Seiten des Atlantiks wächst die Frustration über die Stagnation, die schlimme Folgen für das Schlachtfeld hat. Die Möglichkeit, dass die Ukraine zusätzliches Territorium und sogar ihre Souveränität verliert, das ist immer noch im Gespräch. Dabei baut auf dieser Art von Spaltung, Zerwürfnis und Kriegsmüdigkeit nicht nur Putins Strategie zur Eroberung der Ukraine auf, sondern auch die darüber hinausgehende. Was passiert mit dem Westen, wenn Putin gewinnt? Dann werden wir uns alle gegenseitig an die Gurgel springen. Das wird auf keinen Fall gut ausgehen. Es wird eine Menge Frustration bei den Menschen geben, die dachten, dass es die einfachere Option sei, wenn wir von Krise zu Krise taumeln. Ich glaube, es würde einen Feuersturm von Schuldzuweisungen auslösen und es wird auch viele andere Akteure ermutigen, ihre eigenen Schritte zu unternehmen. Der frühere Glaube, dass die Invasion im Februar 2022 der Anfang von Russlands strategischer Niederlage wäre, ist verschwunden und verkehrt sich in ihr Gegenteil. Putins Schachzug, seinem sich in demografischem und wirtschaftlichem Niedergang befindenden Land durch einen blutigen Krieg wieder Motivation und Lebenskraft zu verleihen, es dadurch langfristig wieder zu einem in Europa führenden Imperium aufzubauen, könnte sich dann als Erfolgsrezept erweisen. In den westlichen Hauptstädten hingegen wächst die Angst, dass Putins Wette auf die wachsende Müdigkeit und Inkohärenz des Westens aufgehen wird. Gleichzeitig begannen die westlichen Medien darüber zu spekulieren, wie lange es noch dauern würde, bis Russland gewinne. Alles sieht mal wieder nach einer selbsterfüllenden Prophezeiung aus. In Moskau hat man den Stimmungsumschwung deutlich gespürt. Die Funktionäre des Putin-Regimes wetzen bereits ihre Messer, um Odessa, Mykolaiv und Kiew einzunehmen und ihre Augen funkeln, wenn von Riga, Warschau und Berlin die Rede ist. Plötzlich ist sie wieder da, die Perspektive, sich von den Paria zu den Herren Europas aufzuschwingen. Denn sie alle wissen, die Geschichtsbücher werden von den Siegern geschrieben. Und ein wie immer anonymer Pentagon-Insider erklärte gegenüber CNN, dass sich die Zeit, die die ukrainische Armee ohne weitere alliierte Hilfe noch Widerstand leisten könne, in Monaten abzielen ließe. Im düstersten Szenario würde sie bis zum nächsten Frühsommer zu einem erheblichen Rückzug gezwungen oder sogar besiegt sein. Die Überlegung dahinter:
Wenn die Ukraine keine weitere westliche Hilfe erhielte, wäre sie wahrscheinlich gezwungen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, dessen Bedingungen von Moskau diktiert werden würden. Aber wie würden diese überhaupt aussehen? Und was noch viel wichtiger ist, wisst ihr, wieso die Ukraine diesen nie und nimmer zustimmen wird? Dann passt jetzt gut auf. Die Russen kommen! Wladimir Putin höchstpersönlich hat kürzlich in einer Fernsehansprache skizziert, wie Moskaus Bedingungen für einen Waffenstillstand aussehen würden. Die Einnahme des gesamten Südostens der Ukraine bis nach Odessa und die Einsetzung eines Marionettenregimes in Kiew, das Moskau wahrscheinlich noch stärker steuern könnte als das in Minsk, inklusive der Errichtung russischer Militärpräsenz an der Westgrenze zur NATO. Dies alles würde ihm natürlich auch den Weg für die Liquidierung der ukrainischen Nation ebnen, die es seiner Meinung nach ja sowieso nie gegeben hat. Wir können die Auswirkungen eines russischen Sieges an den Gräueltaten ablesen, die in den von Russland besetzten Gebieten bereits weit verbreitet sind. Offiziellen ukrainischen Quellen zufolge wurden bereits fast 2 Millionen Ukrainer aus ihren Häusern und Gemeinden in den besetzten Gebieten vertrieben und entweder vorübergehend oder dauerhaft nach Russland umgesiedelt. Doch Russland deportiert nicht nur Ukrainer aus den besetzten Regionen, sondern ersetzt sie auch durch russische Siedler. Eine tragische Kontinuität mit den sowjetischen und russischen imperialen Praktiken der systematischen Deportation. Kolonisierung und Russifizierung. Der teilweise besetzte Süden der Ukraine bietet ein klares Bild von den Techniken, die die Besatzungsmacht Russland einsetzt, um ihre Autorität zu etablieren. Ukrainische Bürger wurden durch die Russen massenhaft verhört und während der Verhöre gefoltert, unter anderem durch Schläge, Elektroschocks und Schlafentzug. Viele Gefangene starben an den Folgen der Folter und eine große Zahl ist einfach verschwunden. Zu den Opfern gehören lokale Eliten und Amtsträger, Lehrer, Vertreter der orthodoxen Kirche der Ukraine, NGO-Aktivisten und Mitglieder der ukrainischen Territorialverteidigung. Politische Indoktrination und die Militarisierung der Jugend sind bereits wesentliche Merkmale des Lebens unter russischer Besatzung. Tausende ukrainischer Kinder wurden entführt, um sie zu strammen russischen Nationalisten zu erziehen. Schon jetzt wurde das Leben von Millionen von Ukrainern auf die eine oder andere Weise durch Russlands monströse Besatzung zerstört. Würde Russland seine Eroberung abschließen, würde sich diese Zahl natürlich noch vervielfachen. Aber um das wahrscheinliche Schicksal einer vollständig von Russland besetzten oder zur Marionette degradierten Ukraine zu verstehen, ist es am besten, sich das anzuhören, was die Russen ganz offiziell in ihren Staatsmedien selbst sagen. Russlands ansonsten stark zensiertes Staatsfernsehen hat in den letzten 2 Jahren immer wieder die Vergewaltigung von Ukrainern, das Schränken von Kindern, das Ausradieren ganzer Städte, die Auslöschung der ukrainischen Elite und die physische von Millionen von Ukrainern propagiert. Sollte die Ukraine verlieren, müsste fast die gesamte ukrainische Gesellschaft bestraft, unterdrückt, zum Schweigen gebracht und umerzogen werden, wenn die Besatzung den Widerstand niederschlagen und das Land in Russland integrieren will. Aus diesem Grund würde ein russischer Sieg von Massenverhaftungen, Langzeitinhaftierungen, Massendeportationen ins russische Hinterland, Filtrationslagern im großen Stil und allen möglichen Spielarten von politischem Terror begleitet werden. Der erste Schritt zur Russifizierung wäre eine umfassende Säuberung von Bibliotheken, Medien und wissenschaftlichen Einrichtungen, um jede Erinnerung an 3 Jahrzehnte Unabhängigkeit der postsowjetischen Ukraine auszulöschen. Aber schon zuvor müsste sich Europa auf eine neue Megawelle ukrainischer Flüchtlinge vorbereiten. Da sich Millionen von Ukrainern außerordentlich stark für die Unabhängigkeit ihres Landes und als Gegner Putin-Russlands engagiert haben, werden sie vor den anrückenden Truppen natürlich lieber flüchten, als sehenden Auges der Folter, Deportation, Versklavung oder Ermordung entgegenzusehen. Wir sprechen hier von Abermillionen weiterer Flüchtlinge in Europa. Dass der Westen die Ukraine im Stich gelassen hat und die ukrainische Armee besiegt wurde, würde natürlich Putins Narrativ von der Überlegenheit des Ruski Mir und der Wiedererrichtung des großrussischen Imperiums einen ordentlichen Boost verleihen, ebenso wie der Moral seiner Soldaten und auch der Stimmung in der Bevölkerung. Der Erfolg nährt den Erfolg und niemand versprüht einen größeren Sexappeal als der Sieger. Und unzählige Menschen auf der ganzen Welt, Parteien, Regierungen und ganze Nationen würden sich sehr schnell in den Schoß Russlands und Chinas werfen wollen und darum buhlen, ihre Verbündeten zu sein. Ein Aufrechterhalten der Wirksamkeit von Sanktionen des Westens gegenüber Russland wäre dann so gut wie ein Ding der Unmöglichkeit und wahrscheinlich ökonomischer Selbstmord. Und genau deswegen wird im Baltikum bereits offen darüber spekuliert, wie lange das russische Militär braucht, um sich nach einem Sieg über die Ukraine zu erholen, bevor es sich entschließt, Litauen, Lettland oder Estland anzugreifen. Russland hat keine Angst vor der NATO. Es wäre innerhalb 1 Jahres nach dem Sieg über die Ukraine bereit, das Bündnisgebiet anzugreifen.
Martin Herem, estnischer Generalstabschef. Angst herrscht auch in Polen, wo über die Wiedereinführung der Wehrpflicht gesprochen wird, falls die Ukraine fällt. Ich denke, es ist sicherlich angebracht, eine Form des Bürgerdienstes in Betracht zu ziehen. Das kann der Militärdienst sein, der Dienst in Katastrophenschutzeinheiten, zivilen Rettungsdiensten oder Einheiten zur Unterstützung des Krisenmanagements. Es reicht nicht aus, darüber nachzudenken. Wir müssen handeln, denn die Zeit drängt. Jacek Ciewiera, Leiter des Nationalen Sicherheitsbüros Polens. Die hier aufgezeigten Schreckensszenarien sollten vor allem als dringender Appell an die US-amerikanischen und europäischen Politiker verstanden werden, so schnell wie möglich weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von insgesamt 110 Milliarden Dollar zu verabschieden. Westliche Amtsträger warnen, dass die Ukraine gegen Russland mit Sicherheit scheitern wird, wenn die USA keine Hilfe mehr leisten. Unsere Hilfe kommt nicht mit einer Erfolgsgarantie, aber ohne uns werden sie mit Sicherheit verlieren, sagt ein ranghoher US-Militärbeamter. Tja, aber die große Frage lautet, ist dem wirklich so? Hängt das Schicksal der Ukraine und Europas wirklich vollständig von Washington ab? Ist Europa ein infantil unselbstständiger Kontinent, der ohne äußeren Schutz nicht lebensfähig wäre? Lasst uns das doch lieber mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die Amis. Lösung und Problem zugleich. Eines ist klar wie das Amen in der Kirche. Sobald die US-Hilfe für die Ukraine endgültig versiegt, wird für Europa die Stunde der Wahrheit schlagen. Natürlich würde der Druck auf europäische Regierungen, sich endlich mehr selbst ins Zeug zu legen, enorm steigen. Aber alle, die behaupten, dass die Ukraine automatisch verlieren würde, wissen nicht, wovon sie reden. Das Problem an der gesamten Debatte ist nämlich, dass sie vor allem durch zwei Extreme beherrscht wird. Da wären zum einen die überschwänglichen Optimisten, die von den erfolgreichen Gegenoffensiven 2022 bei Kharkiv und Cherson euphorisiert dachten, die Ukrainer könnten auch 2023 die Russen plötzlich überrennen und der Krieg würde bis Weihnachten vorbei sein. Bei Visualpolitik haben wir zum Beispiel damals in mehreren Videos vor allzu großer Hoffnung auf schnelle Geländegewinne und vor allem ein schnelles Ende des Krieges gewarnt. Ja, wir haben immer wieder dargelegt, dass und warum die russische Armee besiegt werden kann. Aber wir haben auch betont, dass vor einer massiven mechanisierten Bewegungskampagne die ukrainischen Streitkräfte sicherstellen müssten, dass der Nachschub und die Artilleriedichte der Russen nachhaltig gestört sind. Erst dann könnten sie große Durchbrüche wagen, denn hohe Verluste, wie sie für die Russen normal sind, kann sich die Ukraine einfach nicht leisten. Selbst wenn ihnen mit einer starken Massierung, wie vom Pentagon verlangt, der Vormarsch bis ans Asowsche Meer gelungen wäre, hätte dieser leicht als Pyrrhus-Sieg enden können. Dann nämlich, wenn sie dadurch zu viele Truppen verloren hätten, um den russischen Ansturm im Donbass abzuwehren, als auch den dann neuen unbefestigten Frontverlauf im Süden zu verteidigen. Nur politisch unerfahrene Militärexperten, zu denen wohl auch die berühmten anonymen Stimmen im Pentagon gehören, spekulierten darauf, dass das Putin-Regime den Schock eines Verlustes der Region Cherson und Saporizhia nicht überstanden hätte. Aber Putins Sieges- und Kriegswillen hätte auch das nicht gebrochen. Schließlich kann seine Propaganda auch größte Fails locker wegstecken. Siehe Prigozhin. Tja, und dann gibt es noch das andere Extrem, die Apokalyptiker, die schon von Anfang an behaupteten, jeder Widerstand gegen das allmächtige Russland sei zwecklos, die Niederlage und Assimilation der Ukraine unausweichlich. Aber auch diese liegen falsch. Natürlich kann Putin gewinnen, wenn der Westen zu viele Fehler oder zu lange gar nichts macht. Dieses Szenario habe ich bereits im vorigen Video dieser Reihe im Detail erläutert. Ich werde es euch natürlich verlinken, ihr solltet es euch unbedingt ansehen, falls nicht schon geschehen. Die ersten drei Jahre des Zweiten Weltkriegs bis 1942 waren eine Katastrophe nach der anderen. Zum Glück beschlossen Churchill und FDR aber nicht, mit Hitler zu verhandeln. Stattdessen erklärte Roosevelt den Amerikanern, was auf dem Spiel stand: Diktatur oder Demokratie. Und dann bauten die USA ihre industrielle Basis aus. Aber seien wir realistisch. Die Mehrheit der Republikaner im US-Kongress sind nicht gegen die Ukraine-Hilfe. Sie missbrauchen das Thema nur, um ihre innenpolitischen Forderungen in Sachen Migration durchzusetzen. Es ist ein Spiel, wie wir es schon tausendmal gesehen haben. Und so gut wie immer gab es am Ende einen Kompromiss, mit dem alle gut leben können. Sowohl McConnell, der Chef der Republikaner im Senat, der übrigens ein großer Unterstützer der Ukraine ist, als auch der Chef der Demokraten im Senat, Schumer, haben deutlich gemacht, dass es bei den Verhandlungen Fortschritte gibt und der 61 Milliarden Dollar Pakt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Januar verabschiedet werden wird. Sogar Johnson, der neue republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, der früher ein Skeptiker gegenüber der Hilfe für die Ukraine war, hat deutlich gemacht, dass er nicht will, dass Putin die Ukraine besiegt und ihn sogar als Schurken bezeichnet. Die Amerikaner werden immer das Richtige tun, nachdem sie alle Alternativen ausgeschöpft haben.
Sir Winston Churchill. Und im Februar wird nochmal über das 50 Milliarden Ukraine-Paket der EU verhandelt. Und in der Zwischenzeit besteht die Möglichkeit, dass dem Blockierer Orbán wegen schwerer Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn sein Stimmrecht entzogen wird. Aber ich glaube nicht, dass das nötig sein wird, denn er wird sich damit zufrieden geben, wenn die EU-Kommission die restlichen 20 Milliarden für seinen eigenen Staatsdeckel freigibt, die sie eingefroren hatte. Außerdem haben die Deutschen weitere 8 Milliarden Euro für die Ukraine bereitgestellt. Das kleine Dänemark hat mehr als 1 Milliarde Euro an militärischer Hilfe zugesagt, einschließlich Munition, modernsten Drohnen und CW-90-Panzern. Auch die F-16 ebenfalls aus Dänemark und den Niederlanden werden bald eintreffen. Auch Norwegen hat ein neues eigenes Hilfspaket für die Ukraine angekündigt, das sowohl militärische als auch wirtschaftliche Unterstützung beinhaltet, besonders um das Land durch den Winter zu bringen. Estland versprach neue militärische Hilfen in Höhe von 80 Milliarden Dollar und plant über die nächsten 4 Jahre jährlich 1/4% seines BIP an die Ukraine zu spenden. Ach ja, und aus Deutschland kam auch ein zweites Patriot-Flugabwehrsystem, aber dazu später mehr. Finnland beabsichtigt, seine Munitionsproduktion zu verdoppeln, einschließlich der Herstellung von 155mm Geschossen, von denen viele für die Ukraine bestimmt sind. Und last but not least zeigt sich auch die neue polnische Regierung unter Donald Tusk bereit, die Ukraine noch stärker zu unterstützen als bisher. Obwohl noch kein spezifisches Hilfspaket angekündigt wurde, betont Tusk die Notwendigkeit einer vollständigen Mobilisierung der Unterstützer der Ukraine. Es wird also erwartet, dass die neue Regierung die Ukraine noch stärker unterstützt als die vorherige. Zusätzlich hat die EU in einem Schritt, der vor dem 24. Februar 2022 kaum vorstellbar gewesen wäre, die Ukraine sowie auch Moldawien und Georgien offiziell eingeladen, den Beitrittsprozess zur vollständigen Mitgliedschaft zu beginnen. Nun erscheint eine Mitgliedschaft der Ukraine in der EU als greifbares und erwartbares Ergebnis dieser ganzen Katastrophe. Tja, und sogar das Pentagon hat seinen 3-Sterne-General Antonio Augusto in die Ukraine entsandt. Das heißt, in Wiesbaden wird mit Hilfe der US-Armee bereits an einer neuen Strategie gefeilt. 12. Dezember 2023. US-Armeegeneral reist regelmäßig als Berater in die Ukraine. Generalleutnant Antonio Augusto Jr., der vom europäischen Hauptquartier der US-Armee in Wiesbaden aus die militärische Sicherheitsinitiative für die Ukraine leitet, wird auf Rotationsbasis in die ukrainische Hauptstadt entsandt. Letzten Monat besuchte der Oberbefehlshaber der NATO in Europa, General Cavoli, zum ersten Mal seit der russischen Invasion im Februar 2022 die Ukraine und begleitete Verteidigungsminister Lloyd Austin zu einem unangekündigten Besuch in Kiew. Die Reise sollte das Engagement der USA für die Ukraine demonstrieren, auch wenn die Unsicherheit über die Dauerhaftigkeit der Zusage Washingtons, dem Land weiterhin Waffen zu liefern, wächst. Am Ende werdet ihr genau verstehen, was diese Vorgänge hinter den Kulissen wirklich bedeuten. Vorerst aber bedeuten sie vor allem, dass die USA keineswegs vorhaben, die Ukraine fallen zu lassen. Im Gegenteil, ihr personelles Engagement ist so groß wie nie zuvor. Denn bei all dem Lamentieren über den Erfolg oder Misserfolg der Gegenoffensive 2023 dürfen wir eines nicht vergessen. Kiew hat das Schlimmste eigentlich schon zwischen Februar und März 2022 überstanden. Und Putin ist alles andere als ein genialer 4D-Schachspieler. Objektiv betrachtet ist er vielmehr geradezu ein Stümper, der aber sehr gut Machtspielchen beherrscht und für einen Mafioso über sehr, sehr viele Ressourcen verfügt. Und im Vergleich dazu, was er mit diesen Ressourcen hätte erzielen können, ist er geradezu ein Loser. Ihr glaubt mir nicht? Dann haltet euch jetzt fest. Ich liefere euch alle Beweise. Die ewige Clown-Fiesta des Wladimir Wladimirovich Putin. Wenn es etwas gibt, das Putins von langer Hand geplante Eroberung der Ukraine kennzeichnet, dann ist es die schier endlose Serie seiner strategischen Niederlagen. Putin scheiterte bereits im Frühjahr 2022 mit seinem größten Versuch, das ukrainische Volk zu besiegen. Selbst als Russland im Vergleich zur Ukraine noch relativ stark war und die Ukraine tatsächlich auf der Kippe stand. Und wenn der Westen es nicht zulässt, Stichwort Waffenstillstand und Verschnaufpause zur Wiederaufrüstung Russlands, wird er keine Chance bekommen, einen so großen Versuch zu wiederholen. Auch Putin kocht nur mit Wasser und verschüttet es wie am laufenden Bande. Zunächst versuchte Putin 2013 und 2014 Janukowitsch als Marionettendiktator in der Ukraine einzusetzen, ähnlich Lukaschenka in Belarus. Doch dieser Plan scheiterte und Janukowitsch wurde kurz darauf vom ukrainischen Volk nach Russland vertrieben. Ein weiterer Fehlschlag kam 2014, als Putin versuchte, den kompletten Donbass zu erobern und die ukrainische Armee mit als Rebellen getarnten russischen Truppen zu vertreiben. Die damals nur schwache und unzulängliche ukrainische Armee schlug jedoch zurück, errichtete eine Kontaktlinie und baute sich als Reaktion darauf in den Folgejahren zu einer der größten Streitmächte in Europa auf. Dank Putin. Während der Minsk I und II Gespräche versuchte Putin, die östlichen Regionen von der Ukraine abzutrennen. Doch die Ukrainer entgingen dieser Falle.
13. Februar 2022. In der Ukraine können sogar Friedensabkommen eine russische Waffe darstellen. Trotz der Proklamation der Staats- und Regierungschefs bietet das Minsker Abkommen kein Patentrezept, um einen weiteren Krieg zu verhindern. Die Minsker Vereinbarungen, die erstmals 2014 und 2015 ausgehandelt wurden, sollten den Krieg mit den von Russland unterstützten Separatisten, der damals in der Ostukraine tobte, beenden. Aber der Pakt ist heftig umstritten und fehlerhaft, mit unklaren Bestimmungen, die widersprüchlich ausgelegt werden können, und schwerwiegenden Unwägbarkeiten, die nicht eingeplant sind. Langfristig könnte Moskau einen dauerhaften Hebel bekommen, um die ukrainische Politik zu kontrollieren und die Bestrebungen des Landes zu vereiteln, der NATO und der EU beizutreten. Als die Minsker Vereinbarungen ausgehandelt wurden, herrschte im Donbass ein regelrechter Krieg. Aktive russische Militärangehörige, russische Panzer und andere Waffen hatten die Grenze überschritten und waren direkt in den Konflikt verwickelt. Die Ukraine wurde unter Druck gesetzt, ungünstige Bedingungen zu akzeptieren, um Massenverluste und eine schwere Niederlage zu vermeiden. Das wurde mit vorgehaltener Waffe ausgehandelt und deshalb waren die Russen auch nicht bereit, etwas zu ändern, so ein westlicher Diplomat. Aber Minsk war nicht die einzige diplomatische Waffe Putins. In den Jahren vor seiner großen Invasion 2022 versuchte er durch allerlei Drohgebärden, Sabotageakte und Anschläge den Westen davon abzuhalten, die Ukraine mit wirksamen Waffen wie zum Beispiel Javelins auszurüsten. Man erinnere sich zum Beispiel an die gigantische Explosion des tschechischen Munitionsdepots in Wrbetice, bei dem zwei Lagerarbeiter ums Leben kamen. Erst viele Jahre später kam heraus, dass Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU hinter diesem Anschlag auf NATO-Territorium standen. Sie hatten eine Lieferung für die Ukraine gesprengt. Eine Explosion in Tschechien, russische Agenten und ein bulgarischer Waffenhändler. Das Rezept für einen großen Spionageskandal in Mitteleuropa. Die Explosion war gewaltig, zerbarst Fenster von Häusern in kilometerweitem Radius und hinterließ einen schwelenden Krater in den osttschechischen Wäldern, nur unweit der Grenze zur Slowakei. Die Explosion vom 16. Oktober 2014 zerstörte ein Munitionslager und darin deponierte Waffen. Die Leichen von zwei Männern, die auf dem Gelände arbeiteten, wurden fast einen Monat später geborgen. Eine zweite Explosion ereignete sich etwa zwei Monate später in einem nahegelegenen Ort, etwa einen Kilometer entfernt. Am 17. April 2021 stellten tschechische Beamte allerdings eine verblüffende Behauptung auf, indem sie eine direkte Verbindung zwischen den Explosionen und dem als GRU bekannten russischen Militärgeheimdienst herstellten. Genauer gesagt einer Abteilung namens Einheit 29155, die mit Attentaten und anderen subversiven Aktionen in ganz Europa in Verbindung gebracht wird. Mit dieser Ankündigung zogen die tschechischen Behörden nicht nur eine indirekte Linie zum Krieg der Ukraine gegen Russland, sondern auch zu einem mysteriösen Giftanschlag sechs Monate später in der bulgarischen Hauptstadt, bei dem ein Waffenhändler namens Emilian Gebrev beinahe ums Leben gekommen ist. Allerdings waren all diese fiesen Winkelzüge Putins vergebens. Die Ukraine schaffte es letztendlich, genügend Waffen zu bekommen und einsatzbereit zu machen, um den russischen Vormarsch auf Kiew zu stoppen und den Invasoren empfindliche Verluste zuzufügen. Verluste, mit denen Putin nie und nimmer gerechnet hatte. Und so scheiterte auch sein Versuch, Kiew, Kharkiv und andere ukrainische Städte einzunehmen, kläglich. Lediglich Cherson wurde erobert. Aber dieses wurde von der Ukraine ja später wieder befreit. Und erinnert ihr euch noch? Nachdem sein ursprünglicher Plan gescheitert war, befahl Putin, den Donbass innerhalb von drei Monaten einzunehmen, bis zum 15. September 2022. Am 22. April 2022 erklärte der Kommandeur des zentralen Militärbezirks Russlands, Rustam Medikajew, das Ziel der zweiten Phase der militärischen Spezialoperation in der Ukraine sei die vollständige Eroberung des Donbass und der Südukraine sowie die Errichtung eines Landkorridors nach Transnistrien. Das Ergebnis: auch mehr als ein Jahr später wird das Gebiet noch immer größtenteils von ukrainischen Truppen gehalten. Ihre Verteidigungsanlagen sind dort so stark wie nie zuvor ausgebaut und bemannt. Putin scheiterte auch bei dem Versuch, Odessa einzunehmen, indem er das westliche Schwarze Meer blockierte. Und die Ukrainer setzten sich nicht nur zur Wehr, nein, sie versenkten auch das russische Schwarzmeer-Flaggschiff Moskwa und entrissen den Russen auch besetzte Seeobjekte wie die Schlangeninsel sowie einige Gasplattformen. Als Putin erkannte, dass Fortschritte gegen Gebiete wie Kharkiv und Mykolaiv nicht möglich waren, befahl er, wichtige Städte wie Cherson zu halten. Und wir alle wissen, dass auch dieser Plan kläglich scheiterte, da russische Kräfte in der Region Kharkiv und in der Stadt Cherson von der Versorgung abgeschnitten werden konnten und beide Städte samt ihrer Umgebung vollständig befreit wurden. Auch Putins Versuch, neue Staaten am Beitritt zur NATO zu hindern, schlug fehl. Finnland, das während des gesamten Kalten Krieges neutral war, trat dem Bündnis bei und auch Schweden folgte ihm. Putin versuchte auch, das ukrainische Stromnetz zu zerstören und die Ukraine durch die winterliche Kälte in die Knie zu zwingen. Doch die Ukraine hielt stand und stellte die Stromversorgung wieder her.
Manche Analysten glauben nun, dass Putin in diesem Winter mit einem so großen Angriff auf die ukrainische Infrastruktur kommen würde, dass sein Plan doch noch aufgehen könnte. Auch dies ist aber eher fraglich, da, wie gesagt, die Ukraine gerade wieder neue Abwehrsysteme wie die deutschen Patriots bekommen hat, um diese Bedrohung zu kontern. Abschuss von russischen Su-34. Ukrainische Luftabwehr übertrifft sich selbst. Die Su-34 ist einer der modernsten Jagdbomber Russlands, dessen Anzahl und Produktionskapazität begrenzt ist. Der gleichzeitige Verlust von 4 Einheiten ist ein bedeutender Schlag für das Kampfpotenzial des Aggressors. Das Patriot-Luftabwehrsystem beweist seine Wirksamkeit auf dem Schlachtfeld. Eine Aufstockung der Einheiten dieser Systeme kann den Sieg der Ukraine wirklich näher bringen und, was am wichtigsten ist, es rettet das Leben ukrainischer Soldaten und Zivilisten. Was wir diese Woche gesehen haben, war also ein weiteres Beispiel dafür, was die Ukraine alles erreichen kann, wenn ihr nur in ausreichendem Maße Waffen zur Verfügung steht. Ganz im Gegensatz dazu, was uns Putins Defeatisten schon die ganze Zeit über weismachen wollen. Die Zerstörung des Landungsschiffs der Ropucha-Klasse Novocherkassk im russisch besetzten Feodosia beweist einmal mehr, dass die ukrainischen Streitkräfte mehr als fähig sind, komplexe Operationen mit westlicher Technologie durchzuführen. Es ist wahrscheinlich, dass eine oder mehrere ukrainische Su-24M Storm Shadows Kalb-EG-Raketen abgefeuert haben. Die massiven Sekundärexplosionen deuten direkt darauf hin, dass das russische Schiff bis zum Rand mit Munition und Sprengstoff gefüllt war. Wiederholte Fälle ähnlicher Ereignisse zeigen, dass die russische Armee nicht über die Fähigkeiten, die Professionalität und ehrlich gesagt den militärischen Verstand verfügt, um einer voll ausgerüsteten ukrainischen Armee etwas entgegenzusetzen. Das erklärt, warum die Russen so wild entschlossen sind, alle westlichen Lieferungen zu stoppen. Denn sie sind verzweifelt. Sie können einfach nicht aufhalten, was auf sie zukommt, wie diese Fälle beweisen. Dieser Einsatz der ukrainischen Luftwaffe war angesichts der Angst vor der Effektivität der russischen Flugabwehr für viele überraschend. Wenn sich die Ukrainer also zu ihm entschlossen haben, dann angesichts der Erwartungen, dass die russischen Flugabwehrbatterien und Raketen auf der Krim nicht mehr so effektiv sind. Und sie hatten recht. Außerdem, während sich die Ukraine noch zur selben Zeit im letzten Jahr unter schwerem russischen Bombardement befand, das gigantische Schäden und Blackouts in großen Teilen des Landes verursachte, schoss ihre Luftverteidigung in den letzten 5 Tagen nicht nur 5 der modernsten russischen Kampfflugzeuge ab, sondern auch alle fortgeschrittenen russischen Raketen und fast alle Shahid-Drohnen. Könnte also, nachdem die Ukraine 2023 die Schlacht ums Meer gewonnen hat, 2024 das Jahr ihres Sieges in der Luft werden? Der Voraussetzung, damit dann auch dem Sieg am Boden nichts mehr im Wege steht? Wie gesagt, der Mythos von der Unbesiegbarkeit Russlands und der unabwendbaren Niederlage der Ukraine ist ein riesen Bullshit. Denn Bullshitting ist nicht nur die wichtigste Strategie Putins, es ist auch das beliebteste Hobby der Putin-Fans. Erinnert ihr euch zum Beispiel noch an all ihre schadenfreudigen Drohungen, Europa würde im Winter 2022-23 erfrieren? Russland ließ hierzu sogar Werbespots produzieren, die im Staatsfernsehen ausgestrahlt wurden und zeigten, wie Europäer ohne das Gas der Russen frieren würden. Naja, auch daraus ist ja bekanntlich nichts geworden. Und beim Versuch, den Hafen von Odessa zu blockieren und Getreideexporte aus der Ukraine zu unterbinden, scheiterte Putin ebenfalls. Erst trieb er zusammen mit Erdogan diplomatische Spielchen, die unter dem Oberbegriff Getreideabkommen liefen, um dann sowieso anzukündigen, die mächtige russische Schwarzmeerflotte werde kein ukrainisches Schiff mehr in und aus dem Schwarzen Meer lassen. Und was folgte? Nun, die Ukraine zerstörte einen großen Teil der russischen Luftverteidigung auf der Krim und zwang mit ihren Drohnen und Antischiffsraketen Putins Schwarzmeerflotte zum Rückzug nach Russland. Mehrere russische Schiffe und Werften auf der Krim wurden zerstört. Am Ende verloren die Russen ihre Kontrolle über das westliche Schwarze Meer und die Getreidetransporte wurden sogar ohne ein Getreideabkommen wieder aufgenommen. Wohlgemerkt, Putins Schwarzmeerflotte wurde von einem Land besiegt, das keine eigene Marine besitzt. Aber auch das ist eigentlich nur ein kleines Symbol für den Mega-Fail, den Putins Ukraine-Politik darstellt. Die Ukraine, die bis 2014 eigentlich ein ideologisch geteiltes Land war, hat ihre Identität nach den Ereignissen um den Maidan und besonders nach dem offenen Krieg 2022 nicht nur auf beispiellose Weise von West nach Ost geschwenkt, sondern ist auch zum weltweiten Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit aufgestiegen. Dank Putin. Fakt ist also nun mal, dass Putins Bemühungen, die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen, eine einzige Serie von Fehlschlägen und Katastrophen ist. Keines der strategischen Ziele Russlands wurde erreicht. Putin hat das Land so stark isoliert und geschwächt wie seit 2017 nicht mehr. Die meisten Reserven Russlands, sowohl in militärischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht, wurden aufgezehrt und es würde mindestens 6 Jahre dauern, bis das Land wieder auf dem Stand von 2022 ist. Und trotzdem versuchen die Kreml
Propaganda und ihre fünften Kolonnen allen ständig weiszumachen, Widerstand gegen Russland sei zwecklos. Doch die Wahrheit ist nun mal, dass die Ukraine seit dem Maidan erbitterten und erfolgreichen Widerstand geleistet hat und mit viel weniger Ressourcen, als ihr heute zur Verfügung stehen, bemerkenswerte Erfolge erzielen konnte. Jetzt verfügt die Ukraine über viel mehr modernes Gerät und noch mehr Erfahrung. Ein vorübergehender Durchhänger bei der Hilfe aus dem Westen ist zwar ärgerlich, aber keineswegs tödlich. Der russische Vormarsch besteht im Grunde darin, dass sie jeden Tag ein paar Meter vorrücken und dabei im Schnitt 1000 Menschenleben abschreiben. Das ist nicht nur schrecklich, es handelt sich auch um keine Kriegsführung, die heutzutage gegen einen halbwegs modernen Gegner langfristig Erfolg haben könnte. Die russische Armee bleibt, was sie ist. Eine korrupte, marode und ineffiziente Organisation, die massive Verluste für minimale Gewinne in Kauf nimmt. Nach Angaben der US-Geheimdienste wurde fast die gesamte russische Armee, die am 24. Februar 2022 die Grenze zur Ukraine überquerte, bereits ausgelöscht. Was seitdem kam, scheint ineffizient und überstürzt ausgebildet worden zu sein. Aber natürlich wurden auf der anderen Seite auch die erfahrensten und hartnäckigsten Soldaten ausselektiert. Trotzdem, die Vorstellung, dass sie damit in der Lage wäre, einen ausgedehnten kombinierten Manöverkrieg zu führen, scheinen eher fraglich. Wenn die USA ihre Hilfe für die Ukraine einstellen würden, hätten die Russen sicherlich einen Vorteil bei der Feuerkraft und könnten wahrscheinlich langsam vorrücken. Vor allem dort, wo sie schiere Masse konzentrieren. Aber die Vorstellung, dass die komplette Ukraine 2024 von einem schnell vorrückenden russischen Militär überrollt werden könnte, erscheint ziemlich zweifelhaft. Denn wenn uns dieser Krieg etwas demonstriert hat, dann, dass es für beide Seiten immer noch sehr schwer ist, voranzukommen, wenn die Logistik und Verteidigungsdichte des Gegners an einem Punkt nicht völlig zusammenbricht. Im Falle einer dauerhaften, starken Reduzierung der alliierten Unterstützung für die Ukraine wäre diese im Kampfgebiet sicherlich stark unter Druck. Sie müsste hart in die Defensive gehen, ihre Verluste noch weiter minimieren und versuchen, den Russen einen hohen Tribut für jeden Quadratzentimeter eroberten Bodens abzuverlangen. Vor allem ein Mangel an Artilleriemunition würde ihre Fähigkeit, den russischen Vormarsch zu verlangsamen und die russischen Kräfte zu zermürben, erheblich einschränken. Dann müsste sie wieder stärker auf infanteriegestützte Raketensysteme oder Drohnen zurückfallen. Europa könnte und hat in diesem Bereich aber erhebliche Hilfe geleistet und könnte die Ukraine sicher noch lange über Wasser halten. Aber der Preis dafür wäre ein ewiger Konflikt in Europa, der sowohl den Kontinent als auch Russland paralysiert hielte. Tja, und genau das scheint das Szenario zu sein, das viele Player in den USA, auch im Pentagon, im Auge haben. Sie wollen verhindern, dass Russland kollabiert, aber sie wollen Europa auch nicht von diesem Krieg befreien. Was sie sich jedoch nicht vergegenwärtigen, ist, dass es sich auch für sie um ein hochgradig riskantes Kalkül handelt. Und ihr fragt euch wieso? Nun, genau das werde ich euch jetzt verraten. Ukraine unleashed. In einer Sache scheinen sich fast alle einig zu sein. Die Ukraine brauche eine neue Strategie, um ihren Krieg gegen Russland zu gewinnen. Das letzte Jahr sollte deutlich gemacht haben, dass es nicht der richtige Weg sein kann, die Ukraine zu drängen, direkte Angriffe mit kombinierten Waffen, aber ohne Luftüberlegenheit gegen die befestigten russischen Linien zu starten. Wenn man sich das Schlachtfeld im letzten Jahr ansieht, sollte jedem klar sein, dass die relative Stärke der defensiven Feuerkraft so groß ist, dass eine Offensive mit kombinierten Waffen, um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, einen so schwachen Teil der Linie finden muss, dass die andere Seite keinen großen Widerstand leisten kann. Genau das hat die Ukraine in verschiedenen Erprobungs- und Zermürbungsoperationen versucht, ist jedoch bei keiner davon an ihr Ziel gekommen. Aufgrund der permanenten Präsenz von Drohnen ist es unmöglich, Formationen gepanzerter Fahrzeuge in ausreichender Zahl zusammenzuziehen, um einen Manöverkrieg zu führen. Und das wird sich nicht ändern, solange eine Seite nicht stark geschwächt ist. Die Chance darauf ist jedoch für beide Seiten sehr gering. Die wichtigste Diskussion, die jetzt geführt werden muss, dreht sich also um die Strategie, mit der die Ukraine siegen soll. Diese Frage ist auch in den USA zu einem wichtigen politischen Thema geworden. Der Druck der US of A auf die Ukraine, eine neue Strategie zu entwickeln, scheint zu wachsen. Sowohl von Seiten des Kongresses als auch der Regierung. Unmittelbar nach dem Besuch von Präsident Zelensky im US-Parlament begründete Parlamentssprecher Johnson seine Weigerung, weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zu unterstützen, mit dem Fehlen einer Strategie seitens der Ukraine, um den Krieg auch wirklich zu gewinnen. Ich hatte gerade ein Meeting mit Präsident Zelensky. Ich versicherte ihm, dass wir an seiner Seite stehen und gegen Putins brutale Invasion. Das amerikanische Volk steht für Freiheit und ist auf der richtigen Seite dieses Kampfes. Ich habe das Weiße Haus seit meinem Amtsantritt um Klarheit gebeten. Wir brauchen eine klare Artikulation der Strategie, die es der Ukraine erlaubt zu gewinnen. Und bisher waren die Antworten unzureichend. Das Problem? Hier beißt sich wieder mal die Katze in den eigenen Schwanz. Die Strategie der Ukraine für den Sieg hängt zu einem großen Teil davon ab,
welche militärische Hilfe sie enthält. Von der Ukraine eine Siegesstrategie zu verlangen, ohne zu wissen, wie sie bewaffnet wird, ist sinnlos. Aber das politische Argument ist gemacht. Ein kürzlich erschienener Artikel in der New York Times beleuchtet die von der US-Regierung vorgeschlagene Strategie für die Ukraine. Aber anstatt sich für deren Strategie zu interessieren, scheint es so, als würden die US-Entscheider lieber eine eigene, recht extreme Strategie für das Land entwerfen. Ein zentrales Thema dabei ist, dass jede Strategie ein klares Ziel haben muss. Strategie wird oft als die Nutzung und Kombination verfügbarer Mittel und Wege definiert, um bestimmte Ziele zu erreichen. Aber ohne ein klar definiertes Ziel ist es schwierig, Entscheidungen darüber zu treffen, wie Ressourcen und Taktiken am besten kombiniert werden können. Und der Artikel der Regierung legt nahe, dass in den USA Unsicherheit darüber besteht, ob sie wirklich wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, was sich in der geforderten Strategie widerspiegelt. Wir können Putin nicht gewinnen lassen. Es liegt in unserem überwältigenden nationalen Interesse und im internationalen Interesse aller unserer Freunde. Jede Unterbrechung unserer Fähigkeit, die Ukraine zu beliefern, stärkt eindeutig Putins Position. US-Präsident Joe Biden. Okay, es ist also wichtig, dass Putin nicht gewinnt. Aber das ist etwas ganz anderes, als zu sagen, dass die Ukraine gewinnen sollte. Eine rhetorische Spitzfindigkeit, für die auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz immer wieder kritisiert wird. Das Hauptproblem bei jeder neuen Strategieforderung der USA an die Ukraine liegt nämlich darin, dass die Ukraine durchaus ein klares Ziel hat. Nämlich die Befreiung ihres gesamten Territoriums, wie es durch das Völkerrecht unterstützt wird. Es könnte jedoch sein, dass die USA ein anderes Ziel verfolgen. Im Pentagon gibt es zum Beispiel Überlegungen zu einer Hold-the-Line-Strategie für das gesamte Jahr 2024, die letztendlich 2025 zu Verhandlungen führen könnte. Einige US-Militärs wollen, dass die Ukraine eine Hold-and-Build-Strategie verfolgt. Das heißt, dass sie sich darauf konzentriert, ihr Territorium zu halten und ihre Fähigkeit, Waffen zu produzieren, bis 2024 ausbaut. Die USA glauben, dass diese Strategie die Selbstversorgung der Ukraine verbessern und sicherstellen wird, dass Kiew in der Lage ist, jeden neuen russischen Vorstoß abzuwehren. Das Ziel wäre es, eine glaubwürdige Bedrohung zu schaffen, damit Russland Ende nächsten Jahres oder 2025 sinnvolle Verhandlungen in Betracht zieht. Diese Aussagen legen nahe, dass das Ziel darin besteht, Verhandlungen mit einem Russland zu führen, das weiterhin die heute besetzten Gebiete kontrolliert. Der Fokus liegt darauf, zwar russische Vorstöße zurückzuhalten, aber der Ukraine nicht zu erlauben, die russische Kontrolle zu gefährden. Zudem scheint der Zeitrahmen für diese Strategie festzustehen. Ende 2024 oder 2025 nach den nächsten US-Präsidentschaftswahlen. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die USA entschieden haben, dass sie nicht wollen, dass die Ukraine ihre strategischen Ziele mit der Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität erreicht. Wieso diese Denkweise, dass Putin irgendwann bereit sein wird, wirklich Frieden zu schließen, ohne mit dem Hintergedanken später erneut zuzuschlagen, ein totaler Irrweg ist, habe ich bereits im letzten Video ausführlich dargelegt. Ich werde es euch verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Fest steht nämlich auch, dass die Ukrainer dies genau wissen und aus diesem Grund und natürlich wegen der zu Beginn dieses Videos beschriebenen Gräueltaten Russlands nie mit ihr einverstanden sein werden. Tja, und dann würde das kommen, was viele wohl überhaupt nicht auf ihrem Radar haben. Der Druck der USA auf die Ukraine, Staatsgebiet an die Russen abzutreten oder ein Rückzug der USA aus der Ukraine-Hilfe könnte zu einer krassen Eskalation des Konflikts führen. Und zwar von ukrainischer Seite. Dann nämlich müssten die Europäer einspringen und die Bremse aus dem Pentagon hätten keine Handhabe mehr, die Ukraine davon abzuhalten, Russland auf seinem eigenen Territorium, zum Beispiel in Belgorod, anzugreifen. Damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, die relativ schwach verteidigte Grenze zwischen der Ukraine und Weißrussland und Russland ist wesentlich länger als die Frontlinie, um die jetzt in der Ukraine gekämpft wird. Sie ist über 1000 Kilometer lang. Eine über 1000 Kilometer lange Achillesferse Putins, die die Ukraine aber nicht anfassen darf, da Washington sich dies nicht wünscht. Aber zu den überraschenden Folgen, die ein Rückzug der USA wirklich hätte und auch was passieren würde, wenn Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt, werde ich ein separates Video machen, auf das ihr jetzt schon gespannt sein dürft. Also vergesst bitte nicht, diesen meinen Kanal zu abonnieren, falls es euch interessiert. Schließlich ist es schon seit einiger Zeit ziemlich klar, dass Putins Strategie auf einem Sieg Trumps im Jahr 2024 fußt. Hierzu fahren der Kreml und seine Geheimdienste groß angelegte Kampagnen zur Beeinflussung der Wahlen in den USA und Europa zugunsten prorussischer und anti-ukrainischer Parteien und Kandidaten. Aber wie gesagt, das alles nehme ich in einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auseinander. Lasst mich zum Schluss lieber noch zusammenfassen, was sich in den vergangenen Videos als Siegesstrategie der Ukraine und Europas herauskristallisiert hat und daraus dann ein klares Fazit ziehen. Die Siegesstrategie der Ukraine.
Die russische Armee bietet nach wie vor genügend Angriffspunkte, an denen sie durch die Ukraine mit der Unterstützung des Westens besiegt werden kann. Aber die Zeit wird knapp. Putin rüstet massiv auf und stellt ganz Russland auf Kriegswirtschaft um. Die Voraussetzungen, um dieses Rennen zu gewinnen, sind ausreichende Bedingungen für eine moderne Manöverkriegsführung der Ukraine. Diese sind die Fähigkeit zur Zerstörung der gegnerischen Logistik im Hinterland und die Luftherrschaft auf dem Schlachtfeld. Allerdings hat der Westen der Ukraine bisher nicht die Mittel gegeben, um diese Bedingungen in dem Maße zu etablieren, dass eine sichere Bodenoffensive mit überschaubaren Verlusten möglich gewesen wäre. Und überschaubare Verluste sind notwendig, um die anschließende Defensive zu garantieren. Dieses Versagen der westlichen Führung unterstreicht ein mangelndes Verständnis dessen, was Manöverkriegsführung bedeutet und wie sie eigentlich beginnen sollte. Ein wesentliches Element der Manöverkriegsführung, besonders im amerikanischen Stil, ist der Einsatz von Feuerschlägen mit langer Reichweite und hoher Präzision. Warum die Ukraine Russland besiegen kann und warum das für Amerika wichtig ist. Ein Hauptgrund für das Stocken der ukrainischen Gegenoffensive war die schleppende Lieferung wichtiger Waffensysteme durch Washington und die NATO-Staaten, was Russland Zeit gab, eine furchterregende Verteidigung aufzubauen, einschließlich der Verlegung dichter und tiefer Minenfelder auf einem flachen Schlachtfeld. Der Westen hat es außerdem versäumt, der Ukraine Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, so dass ihre Truppen keine Luftunterstützung hatten, um vorzurücken. Die Ukraine hat ihre Strategie überarbeitet und setzt nun auf neue Technologien, vor allem auf Drohnen statt auf die falschen Ratschläge des Pentagons. Sie konzentrieren sich jetzt darauf, hinter die feindlichen Linien zu feuern, um russische Hauptquartiere und Depots zu zerstören, und haben erstaunliche Erfolge mit selbstgebauten Seedrohnen erzielt, um russische Schiffe im Schwarzen Meer zurückzudrängen. Aber damit die neue Strategie erfolgreich ist, braucht sie F-16 und ATACMS Langstreckenraketen, die das Pentagon immer noch nicht liefert. Das Argument des Pentagons, dass wir keine ATACMS entbehren können, ist unwahr, denn wir exportieren hunderte davon. Mit weiterer Hilfe und den richtigen Waffensystemen könnte die Ukraine im nächsten Jahr einen Durchbruch erzielen. Während seiner letzten Pressekonferenz mit Zelensky benutzte Biden zum ersten Mal das Wort Sieg. Ziel ist es, den Feind auf Distanz zu halten, bevor er seine volle Kraft entfalten kann. Die NATO nutzt präzise Langstreckenangriffe, um den Feind entscheidend zu zermürben und, falls er den Widerstand fortsetzt, ihn auch in der Tiefe und entlang seiner Nachschublinie zu schwächen, und zwar bevor eine direkte Konfrontation stattfindet. Diese Taktik umfasst auch die permanente Bedrohung von Umschlagpunkten und Flugplätzen während des Kampfes. Die Ukraine wurde jedoch nicht mit den Fähigkeiten ausgestattet, diese NATO-Doktrin umzusetzen. Schlimmer noch, dem Land wurde von westlichen Ländern verboten, die zur Verfügung gestellte Ausrüstung für tiefe Schläge oder Angriffe vor dem Eintreffen feindlicher Kräfte zu nutzen. Wie sich herausgestellt hat, hat das Pentagon eine Art Schutzzone um Russland geschaffen, die es der Ukraine verbietet, Angriffe tief in russisches Gebiet durchzuführen. Und gleichzeitig erwarten anonyme Stimmen im Pentagon von den ukrainischen Streitkräften, unter diesen Bedingungen Manöverkriegsführung zu betreiben, lancieren hierzu Artikel mit brachialer Kritik in der Washington Post. Sie predigen also Wasser, auch wenn sie selbst nur besten Wein saufen würden. Gleichzeitig demonstrieren sie auch ihr mangelndes Verständnis der politischen Situation, indem sie glauben, Putin würde irgendwann einem langfristigen Frieden zustimmen. Die Strategie für einen ukrainischen militärischen Sieg würde, ähnlich wie bei den USA, also auf Fernschlägen gegen russische Ziele basieren, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch tief in den Nachschublinien. Dies entspräche der natürlichen Vorgehensweise der US-Streitkräfte selbst und wäre eine mögliche Strategie für die Ukraine, wenn sie entsprechend bewaffnet und unterstützt würde. Die ominösen Forderungen nach einer neuen Strategie der Ukraine implizieren also eigentlich, dass die USA klarstellen sollten, was sie eigentlich wollen. Haben sie wirklich eine so große Angst vor einem Kollaps Russlands, sollte es militärisch verlieren? Wollen sie deswegen Europa in einem Schrecken ohne Ende halten, einem Dauerkonflikt wie im Nahen Osten? Es geht ihnen in Wahrheit also nicht darum, von der Ukraine eine neue Strategie zu fordern, sondern darum, dass sie sich dem strategischen Ziel der USA unterordnet, was im Einklang mit den Zielen Wladimir Putins zu stehen scheint und mit einem potenziellen Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen. Denn die Ukraine hat ein strategisches Ziel und die USA verfügen über die Waffen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings scheinen die USA nicht bereit zu sein, diese Waffen zu liefern und wollen stattdessen der USA ein neues strategisches Ziel aufzwingen. Aber dazu, wie gesagt, demnächst mehr, denn für heute sind wir, denke ich, schon weit genug gekommen. Ich danke euch für eure Geduld und hoffe, dass ihr dieses Video mit euren Freunden teilt und ihm auch ein Like gebt, falls es euch gefallen hat. Und gerne könnt ihr meine Arbeit auch durch eine freiwillige Spende über den Link unterstützen, den ihr ebenfalls in der Videobeschreibung findet. Macht's gut und bis bald!